natürlich ist ja nach 10 Level mal eine andere Musik. Das Schlimme ist, das ist ja so ein richtiger Ohrwurm-Song. Ne? Den singst du auf der Heimfahrt gleich noch und ich heute Abend, wenn ich im Bett liege, wahrscheinlich auch noch. Wolltest du einen noch mitnehmen, ne? Ja, aber ich merke noch da. Ausgepowert. Jetzt wird es langsam hier der Tanz schon anspruchsvoll. Ja. Dennis. Da gehen. Batterie alle. Verdammt. Ich sag ja, Leben am Limit. Na, immerhin sind wir direkt am Ausgang. Ja. Nächstes Passwort. 5218. Neue Musik. Das ist jetzt etwas relaxter. Und das Farbschema hat sich ein bisschen geändert, oder? Ja. Jetzt ist mehr so Breakbeat. Aber die technoide Musik passt durchaus hier zu dem Strom-Thema. Auf jeden Fall. Ja, hier, wer bremst, verliert. Weitergehen, keine Klümpchen bilden. Links ist noch und rechts auch noch. Ah, da noch. Ja, gemein. So ein bisschen versteckt hinter den ja. Trägern. Das ist aber doch gewesen. Ach, links, nee, da ist auch noch einer. Ja. So, jetzt. Du mal probieren. Mhm. Hast du ja jetzt gesehen, wie es geht? Ja, ja. In den einfachen Leveln habe ich das gesehen, wie es geht. Rechts ist eine Brücke. Ja, da fällt man wahrscheinlich einfach gar nichts, glaube ich. Ja. Ja, es ist mehr so ein Haha, du fällst runter und da jetzt gibt es die Geister. Und ach, ja, man muss den Weg natürlich zweimal laufen, ja. Ja. Das war aber das. Es scheint tatsächlich keine Leben zu geben. Ja. Aber das war das mit der Patience, was hinten auf der Packung angeteasert war. Ja. Das ist schon ein bisschen flossen, aber auch nicht zu ungeduldig. Man will aber dann irgendwie doch, ach komm, das schaffe ich schnell auf die Ecke. Ja. Ne? Aber das ist so ein Spiel, das verliert man durch Ungeduld. Ja. Jetzt macht die Brückenplattform auch Sinn. Ja. Ist natürlich ein bisschen gemein mit den Geistern, die weiter da sind. Ja, ja jetzt. Ja. Und dann sich. Immerhin hat man ein Momentchen Zeit noch zu reagieren. Ja. Da wäre das der Geist gewesen. Ja.
Ah, ich muss erstmal aufladen. Ja, das ist eine interessante Mechanik. Also ich entsinne mich gerade an kein anderes Spiel, was dieses. Also was dem vergleichbar wäre. Also ich meine natürlich, dass du rumläufst und irgendwelche Plattformen färbst oder so, ist jetzt schon nichts so Ungewöhnliches, aber mit der du musst dich aufladen und kannst es damit machen, Mechanik. Ist auf jeden Fall interessant, ja. Dieses Fahren auf ein bisschen Plattformen, das hat mich ein bisschen erinnert an eigene Doofheit, an Shadow Switcher, was wir bei dir mal vorgestellt haben auf dem Kanal. Ne? Ja. Ein C64 Homebrew. Super geniales Spielprinzip, finde ich. Ja. So, da jetzt hinten. Hast du hier die ersten 11 Level einfach so durchgerockt und ich hänge hier schon zum vierten Mal, glaube ich, inzwischen an der Stage. Man sieht auch in den Fenstern im Hintergrund so Sterne vorbeifliegen. Ja, da passiert auf jeden Fall was, ja. So, eine passt da noch. Und jetzt zum Ausgang. Ist bloß kein Fehler machen, vor allem. Ich will das flammende Herz mit Steffi und mach bloß keinen Fehler. Wer sich noch an die gelbe Seitenwerbung erinnert. Gelbe Seiten, da kenne ich immer nur den Spruch, sage ich so oft, so gerne. Vielleicht hätte jemand fragen sollen, der sich damit auskennt. Genau da so ging die Werbung weiter. So gut. Kann ja auch immer. Das war Schock. Ja, und jetzt? Ich glaube, das war ein Fehler. Schön finde ich diese Partikel aus verschiedenfarbigen Blitzen, die der da so. Die dann so. Ja, okay. Also, vieles ist. Und da oben kommt hier die Wachmannschaft. Es hat so ein bisschen was von. Muppet Show. Ja. Es gibt. Ich habe mal ein Video gesehen, wo die erklärt haben, wie die diese Puppen bauen und worauf es da ankommt. Und wichtig ist, dass du laterale Bewegung hast. Das heißt, damit das alles lebendig wirkt, muss sich alles immer so ein bisschen bewegen. Deswegen haben viele. Na, ja, viele der Muppets haben Fell, was, wenn du die Figur bewegst, nachwippt. Mhm. Ja, oder irgendwas anderes, was nachwippt, weil das halt lebendiger aussieht. Und hier hast du überall im Hintergrund die Sterne, du hast die Partikel, die da aus ist, der wackelt so ein bisschen hin und her, die Plattformen bewegen sich. Ja, deswegen wirkt lebendig und nicht so statisch, obwohl es ja wirklich überschaubar ist. Jetzt musst du nur noch raus. Achso, das ist ja die letzte Plattform. Das gibt ja keine mehr. Das sieht auch aus, als ob man hier öfters irgendwo runterfallen muss. Mhm. Ja, das wird schon anspruchsvoller. Ja, ja, jetzt ist so die. Jetzt hast du es verstanden und jetzt easy auch to learn, hard to master wieder. Ja. Aber ich wollte ja. Ladung erschöpft. So, jetzt musst du. Das ist wieder die Frage. Bleiben die eigentlich für immer weg, die Plattformen? Wahrscheinlich, ne? Das dann genau das Falsche zu machen? Ja, ich habe gerade überlegt. Ich meine, das ist ja Pest oder Cholera. Also, kannst. Aber nichts, nicht umsonst gibt es den Level-Neustarten-Knopf. Ja, in die Mitte hättest du, glaube ich, von den beiden Seiten so kommen müssen. Und jetzt kommst du wahrscheinlich. Wobei. Nee, wobei. Geht. Ja, ist die Frage, ob du da oben jetzt noch dran kommst. Ja, müsste gehen. Ja, okay. Ach so, da. So. Ja. So, jetzt haben wir die eine Seite.
Okay, jetzt müsste schaffbar sein. Oh, keine Flüchtigkeitsfehler. Jetzt da auf die Mitte. Genau. Der einzige Haken ist halt, wenn du einen Fehler machst, beginnst du halt den Level von vorne. Ja. Aber sag mal, dass du irgendwie hier nach drei Versuchen ganz von vorne anfangen musst, ist ja irgendwie, wäre auch sehr random eigentlich, ja, auch wenn das ja früher so üblich war, weil halt da eine neue Münze einwerfen solltest in der Arcade und viele Spieler haben ja dieses dann das ja so nachgemacht. Aber gerade wenn du eh noch Levelcodes hast, dann wird es noch sinniger. Deswegen finde ich das ganz gut, dass du keine Lebensbegrenzung hast. Und es geht halt darum, du spielst, solange du Bock hast und wenn du irgendwann nicht mehr willst, dann schreibst du das Passwort auf und machst halt wann anders weiter. Ja. Doch neue Batterie. Ah, genau gelangt. So, Achtung, irgendwo hier läuft der Geist rum, da oben. Er läuft vor allem. Schwebt. So. Ist gone. Ja. 3773. Jetzt die Hälfte des Spiels haben wir jetzt, oder? Ja. Ja. Dass man so ein bisschen, wenn er dann so angerast kommt. Offen irgendwo? Da sind noch zwei Plattformen rechts. Oh. Und offensichtlich noch irgendwo. Ja, da oben ist der Ausgang. Ha! Sehr schön. Ja, stimmt, die können ja gehen. Ja, okay. Keine Chance. Jetzt wird es anspruchsvoll. Ach. Aufpasse. Ich glaube, die Konzentration lässt nach. Kann das sein? Meinst du? Nicht springen kann, hast aber natürlich auch, kannst du da ganz schnell in eine Falle geraten. Ja. Wo ist der denn? Jetzt musst du hier hoch. Tatsächlich, ja, da hoch. Das wie eine Spinne, die sich von oben herabschmeißt. Und der kann da runterkommen. Mal noch. Und da links ist der Ausgang. Sensationell. Oh, jetzt schießen Laser von oben. Mhm.
Hm. Schock. Ach, da, die Typen ballern jetzt. Vorsicht! Boah! Das finde ich schön, dass aber auch immer noch neue Spielelemente und neue Gegnertypen und so dazukommen. Ja. Das war Glück eben. Das ist genau geplant. Hier muss man ja gar nichts mehr. Da. Nein! Wäre nur noch eine Plattform gewesen. Ah. Ja, so ein Matrix-Vibe. So hier. Ich kann Kugeln ausweichen. Ja. Zu viel gewollt. Zu viel gewollt. Ah. 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 Ist in Ordnung. 5 Euro in die Wortspielkasse. Kommt aber auch mit einem Tempo. Ja, und die mit ihren Schüssen, die sind jetzt aber auch schon echt. Also, denen einfach so ausweichen ist jetzt auch nicht so, oder? Man musste antizipieren, wo die hinlaufen. Ach Mann! Also zum Beispiel nach da rechts. Genau. Man musste im Prinzip behandeln wie ein Gegner, der auf dieser Ebene läuft. Nur dass es halt jede Ebene betreffen kann. Und durch Leitern können sie durchschießen, aber nicht, nicht durch Wände. Ich würde unter der Wand stehen bleiben, wenn sie vorbei sind. Ach, ich habe keine Energie mehr. Verdammt. Das wäre so schön gewesen. Mein Plan ist so schön aufgegangen eigentlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hier ist die Treppe. Nein, verschwind doch mal! Verschwinden! Das war jetzt. Also. Das war jetzt nicht mehr knapp. Da wurde es langsam voll. Wobei ich sagen muss, es ist, also mein Gefühl ist, ich weiß nicht, welchen Eindruck du jetzt gerade hast, es ist nicht unfair, es ist halt nur schwer. Es ist dein eigener Skill. Es ist dein eigener Skill, der dich versagen lässt. Deine Batterie ist leer. Ah, das auch noch. Ach jo. Ich sagte hier, irgendwo stand auch was von Patience. Patience, ja, steht auf der Verpackung hinten drauf. The only hope for escape is your weathered wit and patience. Aber Patience bringt ja auch nichts, wenn die Gegner trotzdem neben dir. Ja, aber es gibt ja rechts und links. Du hast unendlich Leben. Es gibt kein Zeitlimit. Du musst eigentlich nur im Zweifelsfall ausharren und warten. Also, dass das du. Richtig. Es gibt, glaube ich, ganz selten Situationen, wo du. Da ist der Ausgang.
Richtung, da wo der Geist gerade ist. Genau. Es gibt, glaube ich, ganz selten Situationen, wo du nicht irgendwo eine Position findest, wo du mal sagen so stopp. Einmal kurz durchatmen. Oh. Ja, hier wird schon ganz gut geballert. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle Gegnertypen gesehen. Es gibt die neuesten Mal jetzt die Red Hover Chaps. Red Hats mean these hoverballs are angrier than ever. Watch out for their projectiles. Gibt's die Geist, ist das Spooking. Royal Ghosts that will flort, disappear and reappear just in time to ruin your quest to power. Jetzt noch die mit den die grünen Hover-Dinger, die also wir jetzt Hoverboards. Schon drüber hinweg. Hover Chaps, these green head wearing hoverboards patrol areas looking to end Gloves Search. Hier gibt's der mit den Zähnen. Das ist Beanface. Floating purple faces that love the taste of frog legs. Avoid at all costs. Und dann gibt's noch die. Also der einfachste ist, die sind die Crablops. Don't let their silly willy ice dogs fool you. These gooey crustaceans are out to use their pinching pincers. Crustaceans sind Krustentiere. Lernen auf jeden Fall immer wieder neue Wörter hier. Das kenne ich von, es gab eine Futurama-Folge. Why must there be a crustacean in love? Ist, wo Dr. Zoidberg auf seinen Heimatplaneten kommt und dann die Nationalhymne seines Landes ist die Arena-Kampfmusik von Raumschiff Enterprise. und die letzten sind noch die Purple Caplops. Watch out, these bouncing shell-clad baddies can move up and down ledges or jump off ledges. Genau, das sind die. Da auch hoch und runter gehen können. Aber damit haben wir auf jeden Fall schon alle Gegner gesehen. Jetzt muss nur noch hier. Ja, ich glaube, ich habe mich auch hier wieder in eine Sackgasse gebracht, weil die Dinger in der Mitte hier, da komme ich nicht mehr hin jetzt. Das ist etwa, wir müssen die Neustartfunktion einmal ausprobieren. Die habe ich eben aus Versehen sowieso schon mal gedrückt. Ach so. Ja, aber da komme ich nicht mehr hin. Mhm. Von nicht von OR, du immer nur eins fallen kannst. Du kannst immer nur eins fallen, ja. Was ja eigentlich auch. Der tanzt unter den Strahlen. Was eigentlich auch sinnig ist. Leben am Limit. Ja, ich merke es gerade. Mal aufladen. Sowieso gerade auf dem Weg nach links gewesen. Das hat gut gepasst. Ach nee! Da war sie wieder, die Patience. Ja, da waren sie wieder meine drei Probleme. Genau. Also sieht schon elegant aus, wenn ja. Das so. Ja, ja. Wenn es klappt. Das war jetzt auch wieder ein Fehler, jetzt muss ich von der anderen Seite dran. Ja, ich hatte überlegt. Und die Mitte gibt es ja immer noch, wo ich hin muss. Genau, das würde ich jetzt erstmal da aufsammeln. Läuft auch mehr Geist! Aufladen. So, das noch links, da wo jetzt der Geist ist. Noch einmal. Ja.
Auch fair ist aber, dass diese Plattformen auch nicht direkt verschwinden, sondern erst wenn du sie verlässt. Ja. So, jetzt haben wir nur eigentlich die beiden hier. Du musst jetzt einfach nur abwarten. Nur, sagt er. Nur. So, und jetzt ist da unten der Ausgang. Sehr gut, Dennis. So, ich würde sagen, wir haben genug gesehen vom Spiel, oder? Ja, ein paar Level wollen wir euch ja auch sagen. Wir wollen Zuschauern eigentlich alles vorwegnehmen hier. Ja. Ich finde es cool. Macht Spaß. Ja. Also ist kurzweilig und definitiv nicht langweilig. Es hat aus dem einfachen Spielprinzip viel herausgeholt. Ja. Ja. Und auch immer wieder, also das, jetzt haben wir schon 20. Level, jetzt haben wir alle Gegner gesehen, zumindest laut Anleitung. Ja. Keine Ahnung, ob sonst noch irgendwie Spielmechaniken dazukommen, aber es war ein sehr gradueller Anstieg. Und die Musik ist ein bisschen dudelig. Ja, also vom Stil her mag ich sie, aber die Tracks hätten einfach ein bisschen länger und abwechslungsreicher sein können. Ja, oder pro 5 Stages einen anderen Track. Oder so, ja. Die Grafik, ich finde sie gut lesbar. Ja. Ja, also es gibt natürlich manchmal dieses, dass du etwas überdeckst, aber das ist ja eine stilistische Entscheidung so. Und was mir wirklich gefällt, ist, wie lebendig das Ganze wirkt durch hier ein bisschen Animation, da ein bisschen hier und so und Partikel fliegen dort in die Richtung. Ja. Also das, es wirkt rund aus einem Guss und ist so, kann man mal ein Röntchen spielen und durch die Passwörter alle 5 Level kann man auch, wenn man sagt, jetzt ist die Konzentration aufgebraucht, dann anders weiterspielen. Ja, ja, ich finde es minimalistisch halt sehr schön. Du hast nur ein Steuerkreuz eigentlich. Ja. Mehr brauchst du nicht. Damit lässt sich das ganze Spiel beheben. Und ich glaube, wenn man jetzt noch irgendwie Waffen oder so eingebaut hätte, das hätte das Spiel nicht besser gemacht. Nee, auf jeden Fall. Also es ist gut so, wie es ist. Ja. Sehr schön. Ein schönes, kleines Homebrew-Spielchen. Definitiv. Dann schreibt uns gerne, wie ihr es findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ad Astra.